Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lea und ich mache eine Ausbildung als Mediengestalterin in der Fachrichtung Gestaltung und Technik. Ich thematisiere vor allen Dingen meine Ausbildung auf meinem YouTube-Kanal, aber es werden auch noch viele weitere Videos kommen über alle möglichen Themen, über die ich mir so Gedanken mache. Also, falls dich mein Leben und meine Gedanken interessiert, dann abonniere mich doch gerne. Ich habe letztens einen ganz lieben Kommentar bekommen, der gesagt hat, dass ich doch mal den Alltag als Mediengestalterin ein bisschen besser beschreiben soll und erzählen soll, was man für Grundlagen braucht und all sowas in die Richtung. Ich bin ja schon mal in einem Video so ein bisschen auf meinen Beruf genauer eingegangen. Ich verlinke das Video mal hier, glaube ich. Aber das Video ist nicht so kompakt und deswegen dachte ich, ich drehe das Video jetzt nochmal, wo ich genau auf diese zwei Fragen eingehe. Natürlich habe ich wie immer meine Notizen mit am Start, damit ich auch nichts vergesse zu sagen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich möchte noch mal kurz vorab sagen, dass das jetzt einfach meine Erfahrung ist. Ich sage einfach das, wie ich es erlebe und was ich mache. Also ich spreche nur für mich und ich weiß nicht, wie das in anderen Betrieben aussieht. Und es kommt natürlich immer darauf an, wo du arbeitest. Ich arbeite in einer Agentur. Ich glaube, wenn du eine Ausbildung als Mediengestalter in einer Druckerei machst, ist das nochmal was völlig anderes. Und ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass nicht, weil ich das sage, dass jetzt überall so sein wird und das die Norm ist. Und ich muss das natürlich auch alles sehr abstrahiert sagen, weil ich ja natürlich nicht genau meine Aufgaben oder Personen oder sowas nennen kann. Und ja, ich hoffe, du verstehst das und du kommst trotzdem mit meinen Antworten klar. Wenn du dir überlegst, eine Ausbildung als Mediengestalterin zu machen, dann möchte ich vorab sagen, dass du keine Grundlagen brauchst. Also vielleicht brauchst du die Begabung, dass du ein wenig kreativ bist oder dass du gerne kreativ arbeitest. Und das ist eigentlich, finde ich, auch schon alles, weil du musst nicht mal sonderlich kreativ sein, indem du es ausdrücken kannst. Also du musst nicht zeichnen können oder so, sondern dir muss nur das Arbeiten, das kreative Arbeiten Spaß machen. Und das ist, glaube ich, finde ich, die einzige Grundlage, die man braucht. Das war nämlich auch die einzige Grundlage, die ich hatte. Ich habe nämlich überhaupt keinerlei Kenntnisse mit irgendwelchen Programmen gehabt. Ich bin einfach in mein Praktikum reingestolpert und konnte noch gar nichts. Und habe in meinem Praktikum dann in dieser Agentur, wo ich jetzt auch meine Ausbildung mache, sehr viel gelernt. Aber ich glaube nicht, dass das eine Voraussetzung ist, wenn du irgendwo eine Ausbildung anfangen willst. Also die Grundlagen, die ich jetzt nenne, sind die, die ich jetzt lerne und nicht die, die du brauchst, bevor du die Ausbildung anfängst. Ich hoffe, das ist verständlich. Und zwar Grundlagen lernen wir vor allen Dingen erstmal in verschiedenen Programmen. Und das sind bei mir jetzt hauptsächlich InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom und Premiere. Premiere ist gerade in den letzten 2 Monaten verstärkt hinzugekommen. Aber ich meine, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Also das war jetzt wirklich das einzige Programm, wo ich mich schon ein bisschen mit auskannte. Ich will dir noch kurz erklären, für was man grob mit welchem Programm arbeitet. Wenn du vielleicht noch nie was von der Creative Cloud gehört hast. Das ist eine Cloud von Adobe. Und die hat alle möglichen Programme zur Verfügung. Also da gibt es noch weitaus mehr als die. Aber das sind so die Standardprogramme, mit denen jeder so arbeiten sollte in dem Bereich. Also InDesign zum Beispiel ist ein Layout-Programm, wo du zum Beispiel Magazine, Bücher oder längere Texte, Anzeigen, Flyer, alles mögliche layouten kannst. Dann Illustrator ist ein Vektorprogramm, das heißt, es eignet sich besonders gut, um Logos zu entwerfen und vor allen Dingen, um Sachen eigentlich zu illustrieren. Also wenn du irgendwie freier arbeiten willst, was selbst erstellen willst, sowas wie wirklich Figuren oder Illustrationen, eignet sich das eben sehr gut oder eben Logos. Dann haben wir Photoshop. Photoshop ist natürlich für die Bildbearbeitung, besonders für Fotoretuschen ist Photoshop sehr geeignet und dafür verwenden wir es auch am meisten eigentlich. Dann Lightroom ist auch für die Bildbearbeitung. Hier haben wir den Vorteil, dass man sich zum Beispiel Presets einstellen kann, also man kann die bauen und dann immer wieder benutzen, was manchmal eigentlich ganz gut ist, weil man sich dann für einen bestimmten Kunden ein Preset bauen kann, das man immer wieder benutzen kann. Aber das kennt man ja auch von ganz vielen Influencern, dass die diese Presets rausbringen und dann immer ihre Bilder gleich bearbeiten. Also das ist dasselbe Prinzip. Und Premiere, habe ich ja schon gesagt, ist ein Schnittprogramm, mit dem man eben Videos schneidet. Und gerade Videos sind ja momentan beim Social-Media-Bereich extrem im Kommen. Seien es Reels, TikToks oder ja, egal wie, diese kleinen Kurzclips sind ja richtig beliebt und deswegen müssen die natürlich auch in der Agentur geschnitten werden. Dann erzähle ich dir jetzt mal grob meinen Tagesablauf. Also ich denke nicht, dass das Video allzu lang wird, weil ich nicht so detailliert auf die Sachen eingehen kann. Aber ich hoffe, dir verschafft das einen kleinen Überblick. Und zwar habe ich einen ganz normalen 8-to-5-Job. Das heißt, um 8 Uhr beginnt meine Arbeit. Und das Erste, was man natürlich als Mediengestellerin macht, ist seinen Computer hochfahren.
Ja, und dann schaust du erstmal nach deinen Mails, checkst deine To-Do-Liste und guckst dann, was du als nächstes oder als erstes von deiner To-Do-Liste abarbeiten kannst. Ich habe jetzt hier eine Liste von Sachen, die ich in den letzten Monaten vermehrt gemacht habe. Das ist einmal Social Media. Also zu Social Media gehört Text schreiben, Visuals bauen, Videos schneiden, Bildbearbeitung. Also Social Media ist eigentlich so ein großes Feld für eine Mediengestalterin. Das habe ich vorher irgendwie nicht so gedacht, aber man kann auf Social Media extrem kreativ sein. Was ich mir deswegen auch immer denke, warum ich so eine Hassliebe zwischen Instagram habe, aber anderes Thema. Aber es eignet sich, also die Plattform eignet sich halt extrem, um seine Kreativität auszuleben. Und ja, das macht echt Spaß, dafür Sachen zu gestalten für irgendwelche Kunden. Dann habe ich in den letzten Monaten an zwei Webseiten gebaut. Das heißt, ich habe sie mit WordPress versucht aufzubauen. Das war meistens mit einem bestimmten Theme, das ich mir ausgesucht habe. Also ich habe nichts selbst programmiert, vielleicht kleinere Anpassungen in der CSS, aber ich habe keine keine Skills, die jetzt super groß sind. Ich habe mich nur schon mal ausprobieren dürfen und es war auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung und es macht mega viel Spaß. Ja, deswegen zwei Webseiten, dann verschiedene Printprojekte, also da fällt halt immer wieder irgendwas anderes an, wie Postkarten, also für Zahnärzte, so Erinnerungspostkarten zum Beispiel oder Flyer. Wir hatten letztens ein ganz cooles Printprojekt, aber das kann ich dir natürlich jetzt auch nicht detailliert erzählen, aber das ist am Ende so ein großes A3-Plakat geworden mit so einer Übersicht, die man auch ein bisschen illustriert hat, also es war schon eher grafisch dargestellt, das war auch ziemlich cool. Dann Foto- und Bildbearbeitung, aber das hatte ich ja, und Videos schneiden, das hatte ich ja schon bei Social Media erwähnt. Dann habe ich hier stehen Recherchearbeit. Man muss bedenken, ich bin immer noch im ersten Lehrjahr, komme jetzt im Sommer ins zweite, aber ganz viel bei mir ist halt, also ich kriege von allem was mit und deswegen mache ich natürlich auch sowas wie Recherchearbeiten für Social Media Texte oder für Blog-Einträge oder für Konzepte, die erstellt werden müssen. Also irgendjemand muss es machen und ich finde das eigentlich meistens ganz interessant. Und ja, deswegen, Recherchearbeit gehört definitiv auch dazu. Dann haben wir hier noch Texte schreiben. Texte meistens eben dann für Social Media oder Newsletter oder ja, man braucht eben meistens Sachen, die noch mit Text unterlegt sind. Ich muss sagen, ich mag Texte schreiben nicht so gerne. Also früher habe ich extrem gerne Texte geschrieben. Ich habe extrem gern geschrieben. Aber wenn ich den Vergleich habe, du schreibst jetzt einen Text oder du baust das Visual dazu, dann baue ich lieber das Visual, anstatt den Text zu schreiben. Also ganz klar. Dann habe ich hier Branding drin stehen. Das habe ich jetzt auch schon zweimal machen können. Das war meistens, wenn wir ein Social Media Konzept geschrieben haben und dann zum Beispiel einen ganz neuen Kunden haben und uns dann erstmal ein Branding für diesen Kunden überlegen können und dann völlig kreativ werden können, wie diese Marke dann auf Instagram zum Beispiel aussieht und dann verschiedene Visuals dazu bauen. Und das finde ich richtig cool, weil man da wirklich aus dem Nichts was schöpfen kann, was auch nicht ganz stimmt, weil natürlich die Visuals dann zu den Printprodukten passen müssen und zu dem gesamten Corporate Design. Also man kann nicht völlig aus dem Nichts was daherholen. Aber trotzdem ist es eine sehr kreative Arbeit, finde ich. Dann Logo-Design, das habe ich jetzt, glaube ich, zweimal gemacht. Einmal so richtig intensiv, beim ersten Mal war es nur so probiert, aber da habe ich auch noch nicht so viele Kenntnisse und Skills. Ich habe mich da mal ganz lang an einem Logo versucht und es war eine harte Geburt. Also ich glaube, Logo-Design ist nochmal so the top von Gestalten. Und ja, Präsentation habe ich dann hier noch stehen. Also damit meine ich wirklich, dass wir, wenn, also eine Agentur besteht ja aus verschiedenen Bereichen. Ich bin ja eher in dem kreativen Bereich, aber dann gibt es natürlich noch die Leute, die dann hinten dran die ganzen Konzepte, Marketingkonzepte schreiben und sowas. Und Marketingkonzepte müssen natürlich auch visuell sehr ansprechend sein für den Kunden. Und da kommen wir dann ins Spiel, dass wir diese Präsentation dann nochmal etwas aufhübschen. Und ja, das waren so ungefähr die Aufgaben, die ich jetzt in den letzten Monaten sehr oft gemacht habe. Ich hoffe irgendwie, dass dir das hilft, wenn ich dir das so erzähle, aber ich kann halt nicht sagen, heute war der und der Tag und ich habe das und das gemacht oder für den und den Kunden, weil das geht natürlich nicht, aber vielleicht kannst du dir so schon mal ein Bild davon machen, was deine Arbeit als Mediengestalterin ist, auch wenn das natürlich nicht allgemein ist, sondern nur von meiner Erfahrung. Ich hoffe, das Video hat vor allen Dingen der Person, die die Frage gestellt hat, geholfen. Und falls dir das Video auch geholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und lass ein Abo da.
Und falls du sonst noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir immer gerne alles in die Kommentare oder auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ich irgendjemandem helfen kann. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao.